Kajabi Kajabi bei 58 im deutschen Buch. Ich mache mal den Buch. Darfst du aber nicht. Hast du schon für dir versaut für dieses Leben? 58. Kejabi ke jabi re ba Thank you.
zweite. Radhika Ramanana. 182. In dem Buch, ja. 139 im deutschen Buch. Narada Muni Bhajaya Vina Radhika Ramana Name Narada Muni Bhajaya Vina Radhika Ramana Name Narada Radhika Ramana Name.
Rajendra Nandana Bhaje Jai Jana Safala Jivana Tara Rajendra Nandana Bhaje Jai Jana Safala Jivana Tara Rajendra Nandana Bhaje Jai Jana Safala Gati nahi
Thank you.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, is the came from to mouth of Srimad Radharani. When Radharani became so much separation, when the feeling so much separation, then this name came from to Srimati Radharani lotus face. This is Mahamantra. So this Mahamantra that came direct from the lotus mund from Srimati Radharani. Als Srimati Radharani so viel Trennung von Krishna erfahren hat, so in dieser tiefen Liebe der Trennung, dann hat sie diesen Mahamantra ausgesprochen. Yeah. So telling among the all name, and this is the among the all name, this Mahamantra is the among the all mantra. Is the topmost mantra. So this name is the Mahamantra. You know, mantra meaning is the so much mystic power. You know, this mantra meaning. So, you know, what is this mystic power? Or Indian, when some mystic power, they are saying very surprised thing. But what is the topmost surprise? Topmost surprise is the, this name is the, you know, when gave to darshan of Krishna, this is the topmost surprise. So when somebody chanting this holy name, so Mahaprabhu telling, Yahaite Sarva Siddhi Haive Sabat Sarva Khana Bolaite Vidhinaya. Mahaprabhu tell, if you are always chanting this Mahamantra, then you can get, you know what is God? This is the topmost perfection. What is this? This is the Krishna praying. So when you are chanting this holy name, you can get this Krishna praying. Dieser Mahamantra ist der, von allen Mantras ist es der beste und höchste Mantra. Mantra ist etwas, was sehr erstaunliche, unwahrscheinliche Dinge hervorbringt. Also Mantra ist so eine mystische Formel. Also was ist das Erstaunlichste und Wunderbarste von allen Dingen? Dass dieser Mantra uns Krishna direkt, also Darshan von Krishna geben kann, direkt uns Krishna vor uns erscheinen lassen kann. So auf diese Anweise ist dieser Mantra, der Mahamantra, ist der beste und erstaunlichste von allen Mantras. So telling, you know, one of the time,
know, one upon a time, you know, Parvati, she asked some question to Shankar. Well, oh, Prabhu, whom I can worship to whom? Whose name is the very topmost mantra? Then Shankar telling Parvati, Aradhana Nam Sarvesang Vishnung Aradhana Para. That meaning is the among the all Aradhana participated, Vishnung Aradhana is the topmost. Then Parvati telling, okay. Then Parvati every day he chanting this 1,000 Vishnu Sahasra name. Lads of 1,000 name, you know, Vishnu. Now Parvati every day he chanting this Vishnu Sahasra name. And when after some days, again Shankar telling, oh Parvati, you know, if chanting this 1,000 name takes some more time, then Shankar telling Parvati, I can give such a mantra, whose mantra you chanting for little bit, you can get more fruit. Well, what is that? This Vishnu Sahasra mantra, one is the slope. Well, Ram Ramiti Ramiti, Ram Rami Manorami, Sahasra Nama Vistulam, Sri Rama Nama Bharanani. Now Parvati is the very beautiful, low, beautiful Parvati. This Lord Ram name is very, very sweet. It's always my mind, you know, always my mind remembering this name of Ram. It's a very, gave Aram, bigger happiness. If somebody chanting 1,000 Vishnu's name, if only one time chanting some name of Ram, one Ram Nam meaning the 1,000 Vishnu's name. Then Parvati telling, oh Prabhu, very good. So every day I can chant this name of Ram. Only I can chant the name of Ram. Einmal hat Parvati Devi Shiva gefragt, welche Art von Verehrung ist die beste? Wen soll ich verehren? Und dann hat Shiva geantwortet, Aradhananam Savisham Vishnu Aradhanam Param. Die beste Art von Verehrung ist die Verehrung von Sri Vishnu. Parvati sagt, okay. Und sie hat angefangen, jeden Tag die Vishnu Sahasranam, die 1000 Namen von Sri Vishnu zu chanten. Dann, einige Zeit später, hat Shiva zu Parvati gesagt, weißt du, da gibt es noch ein Geheimnis. Und zwar solltest du wissen, dass der Name, heilige Name von Ram, der ist sehr, sehr bezaubernd und süß und anziehend. Dieser Name ist so wundervoll, dass wenn man 1000 Namen von Sri Vishnu chantet, dass man dasselbe Ergebnis bekommt, wenn man nur einen Namen von Ram chantet. Deswegen chante ich selber immer diesen süßen Namen von Ram. Yeah, so now, after some days, Shankar again he came to Parvati. Hello Parvati, among the all names, in the name of Ram, more superior to somebody name. Yeah, if chanting little bit, then you have got more fruit. Then Parvati tell, asking for whose name. Then Shankar telling, well, Sahasra Nam Nam Punya Nam Tira Bitva Tu Jat Phalam Eka Britva Tu Krishnasya Namaikatta Tu Prajati. Telling, if somebody chanting, you know, three times this Vishnu Sahasra name, three times this Vishnu Sahasra name, what they can get fruit, then if only one time chanting name of Krishna, then you got same fruit. That meaning one Krishna name equal, you know, equal is the three time Vishnu Sahasra name, 3,000 Vishnu name, meaning three time Ram's name, you know, three time Ram's name. So if you chant one time Krishna's name, this is the same type of chant three time Ram's name and 3,000 Vishnu's name. And Krishna is the supreme personality of Godhead, you know. So Parvati telling, oh, then I can chant, this is the Krishna's name. Well, yeah, Parvati, this Krishna name is the, among the all name is the topmost name, Krishna name. So einige Zeit später hat Shiva wieder zu Parvati gesprochen. Und diesmal hat er gesagt, Devi, ich erzähle dir ein Geheimnis. Und zwar gibt es einen Namen, der ist noch mächtiger und noch wirkungsvoller. Und das zwar ist das der Name von Krishna. Dieser Name von Krishna ist so kraftvoll, dass man dieselbe Wirkung bekommt, wenn man einmal Krishna chantet, als wenn man 3000 Mal die heiligen Namen von Sri Vishnu chantet.
So es bedeutet, dass ein Name von Krishna ist genauso kraftvoll wie drei Namen von Ram oder wie 3000 Namen von Vishnu. So dann war Parvati Devi sehr beeindruckt und hat gesagt, so, dann werde ich den heiligen Namen von Krishna chanten. Und Shiva hat gesagt, ja, der Name von Krishna ist der beste und höchste von allen Namen. Yeah. So, one Sankara telling of Parvati. Krishna ist die ursprüngliche, höchste Persönlichkeit Gottes. So, one time Sankara telling of Parvati, in a, some name is the more than superior than Radha. Krishna's name, you know. Parvati telling someday before you told, you know, Krishna is the Supreme Personality Godhead. He is the Purna Brahma, you know, Brahma telling, aho bhagyam, nanda gopa praja gosam, janmitra paramanandam, Purna Brahma Sanatana. Krishna is the completely, he is the Brahma, he is the Sanatana, you know. No, he is the Asamartha Tattva, you know. Asamartha Tattva, you know, no more than, no equal, you know, no more than high or something. So he is the Asamartha Tattva. Again you telling, you know, some name is the more than a superior. Krishna is name half possible. Telling, I am, don't tell himself Krishna, he told to Chandrama. You know, Krishna, he told to Chandrama. What he telling? Mama nama satyanapi, Radha nama sadutamam, ja karoti sada Radha, na jane mahima kimtam. You know, Krishna telling what Chandrama. If somebody 100 times chanting my name, and if only one time chanting name of Srimati Radharani, one name Radharani equal to my name is the 100 time. You know, then telling, Parvati telling, oh, then Radharani name is the so glorious. So always I can chanting Radhe, 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 Radhe. Then Shankara telling, oh Parvati, if you know there is something secret thing, well what? Well, if you are chanting name of Radha, Radharani never coming there, you know. There is the coming, Krishna is coming there. So, our one is the Hindi version, telling Radhe, Radhe, Ratto Chale, Aayenge Bihari. So, when we are chanting the name of Radha, then Krishna is the coming there. Well, then, well, if we are chanting name of Krishna, then Radharani coming there. Telling, oh Prabhu, you give very big confusion. What can I chant? Well, you can chanting both name, you know. So Bhaktivinoda Thakur telling Radhika Name Bhai Krishna, Radhika Name Krishna. So Bhaktivinoda Thakur telling, when you are chanting name of Radha, then Krishna became happiness. And when chanting the Krishna's name, then Radharani became happiness. Then you can chanting their jewel name. Well, how? This is the Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. Einige Zeit später hat Shiva wieder zu Parvati gesprochen. Er hat gesagt, weißt du was, da gibt es einen Namen, der ist sogar noch mächtiger als Krishna-Namen. Dann Parvati hat sich jetzt sehr gewundert und hat gesagt, bravo. Erst hast du gesagt, Krishna ist der höchste und beste von allen Namen. Krishna ist die höchste Persönlichkeit Gottes. Er ist Asamautva, keiner kommt ihm gleich und keiner ist höher als er. Und jetzt auf einmal sagst du, es gibt doch einen Namen, der noch mächtiger ist. Wie ist das möglich? Und dann hat Lord Shiva geantwortet, dass nicht ich sage das, sondern Krishna selbst sagt das. Krishna hat erklärt, dass wenn man einen Namen von Srimati Radharani chantet, das ist genauso viel, als wenn man 100 Mal meinen Namen chantet. Dann hat Parvati gestaunt und gesagt, okay, dann werde ich von jetzt an Radha-Namen chanten. Und Herr Shiva hat gesagt, aber da gibt es eine Sache, dass wenn du Radhas Namen chantest, dann kommt Krishna. Und wenn du Krishnas Namen chantest, dann kommt Srimati Radharani. So, dann Parvati, da war sie ganz verwirrt. Dann hat gesagt, ja, was soll ich denn jetzt machen? Und dann hat Lord Shiva gesagt, am besten ist es, wenn du beide Namen chantest. Und dann kommen beide. Dann kommen Radha und Krishna. Deswegen chante den Mahamantra. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama.
Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare. Then Parvati telling Prabhu, where the name of Radharani? No, never Radharani. And there Krishna, Ram, Hari, like this Khichdi, you know. Then where the Radharani name? Then telling, oh, this is the Hari name, is the name of Radharani. Their main word is the Hara. And he becomes some Sambodhan, you know, then he becomes Hare. You know, there's some Sanskrit something there. So become Hare, meaning Radhike. Yeah. Then asking why did not telling Radhe Radhe, you know. Why telling the Hare Hare, you know. Why not telling Radhe Radhe, telling. Then telling if the Prem, you keep some secret, then Prem is very beautiful, you know. Even in the opening, then it's a beautiful finishing. So they are very Radharani, even Krishna, you know, he worship this own heart, he worship Srimad Radharani. So Radharani name is very, very secret name. So here, directly did not give the name of Radharani. And Krishna meaning Krishna, Hare Ram, Hare meaning Radharani. And here Ram is the Radharamayati Iti Rama, who is always with Radharani doing sweet, sweet pastime. So his name is the Rama. So this is the Mahamantra only Radha Krishna name. And this name first came lotus face of Srimati Radharani. Dann hat Parvati gesagt, aber Prabhu, dieser Mahamantra, wo ist da Srimati Radharanis Name da drin? Und da ist Krishna, Ram und Hari. Das ist so praktisch ein Mischmasch von Krishnas Namen, aber wo ist Radharanis Name? Und dann hat Lord Shiva gesagt, Radharanis Name ist Hara. Hara bedeutet diejenige, die Krishnas Geist stiehlt und fortnimmt. So und diese Hara, wenn man sie anspricht in der Anredeform, wird dekliniert zu Hari. So, deswegen der Name von Radharani ist Hari. Und wieso ist dann aber nicht direkt der Radharani drin? Wir können ja auch sagen, Radhe Krishna, Radhe Krishna, Krishna Krishna, Radhe Radhe. So die Antwort darauf ist, dass diese Prem oder diese höchste und reine Liebe zu Krishna, die ist sehr vertraulich und sehr versteckt. Und etwas, ein großes Geheimnis, das soll man verstecken und hüten, oder ein wertvolles Juwel. So selbst Krishna hegt diesen Schatz, Srimati Radharani, immer in seinem Herzen. Und deswegen wird dieser Mantra verdeckter Form, dieser Name, Hare ist der, bedeutet Srimati Radharani. Krishna bedeutet derjenige, der alles anzieht, der uns unseren Geist zu sich hinzieht. Und Rama ist, bedeutet derjenige, der alle Freude schenkt. So, so kommt dieser Mahamantra zustande. Und dieser Mahamantra, der wurde zuerst von Srimati Radharani gesprochen. Yeah. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama,
Srimad Radha Rani, you know, can ask anybody remember something? Can you speak what I told many times? I should ask them. Yeah. Anybody remember something? Can you speak something? Yeah, remember something? Kamalakanta Prabhu, can you say something? I could, but some others, you know. Okay. I'm speaking so much on Padashlami. Yeah, you can tell. What I tell money time. You know what I told money time, can you say something? I don't know whether I can remember this, but. Yeah. This Prabhu? He can do note everything. Also, Maharaj, Dina Vanguvamu, huh? He can, Dina Vanguvamu. Ah, Dina Vanguvamu. Yes. Okay. And also Jayashri, also she can. It really prepared. Huh? Can I tell, Prabhu? Can you speak something? I can try with it. Yeah. Very small. German? Yeah. Yes, or English? Morgens haben wir über Weitech Class. Yes. Morgens haben wir darüber gesprochen, wo Radharani überall genannt wird in welchen Schriften. Und das waren Vedas, Purana, Mahabharata und andere Schriften, da wird Radharani genannt. Mikrofon. Und da werden verschiedene oder sind verschiedene Beispiele gegeben worden. Es war, glaube ich, in einem Upanishad wird beschrieben, dass Krishna ein Kalpa Vriksha Baum ist und dass aus seiner linken Seite Radharani hervorgekommen ist, Left Side, und dass also in Form eines schönen Mädchens
und mit verschiedenen Schmuckstücken. Und das ist die Bedeutung jetzt für Ra. Schöne Mädchen heißt, bedeutet Ra. Und da heißt so viel wie sie läuft zu Krishna. She's running to Krishna. Das war das erste Beispiel. Das nächste steht, dass Radharani für Bhakti steht. Und da heißt verteilen oder verbreiten. Diejenige, die Bhakti verbreitet, verteilt. Außerdem noch bedeutet es auch, dass sie diesen Prem oder Bhakti sich ständig erweitert. Es gibt also kein Ende, dass diese, ihre Prem sich halt mal irgendwann zum Ende kommt, sich zu erweitern. Okay, Hare Krishna. Jayasri, you are remembering something? And speak? Huh? Something. Yeah, tell. What is it? Use microphone. Yes, sir. In Deutsch? Englisch, wenn ihr passt. Deutsch. Heute Morgen hat Maharaj erzählt, dass Srimad Bhagavatam hat so viele Kantos, wie Krishna Körperteile hat. Also die Kantos repräsentieren manche Körperteile von Krishna, und zwar sind das erste und das zweite Kantos sind die Füße, das dritte und das vierte sind die Schenkel, das fünfte ist der Bauchnabel, das sechste ist die Brust, siebtes und achtes sind die Arme, neuntes der Hals, zehntes Lotusgesicht, elftes ist Stirn und zwölftes ist der, wie nennt man das so? Schopf. Und dann hat Maharaj auch erzählt, dass man die, also man erkennt keine Person, wenn man sie anschaut, dann muss man das Gesicht sehen. Ansonsten würde man sie nicht erkennen, wenn man nur den Körper sieht. Und deshalb ist auch das zehnte Kanto, also wo die Lilas beschrieben werden von Krishna, ist das Wichtigste, also die Essenz. Und weil es ja das Gesicht repräsentiert, und dann ist es das Wichtigste. Und was ist die Essenz vom 10. Kanto? Rasa-Tanz. Und was ist die Essenz vom Rasa-Lila? Ach so, ja, also das zum Beispiel beim Rasa-Tanz, wenn Radharani Rasa-Tanz verlässt, dann wird er nicht weitergehen. Und deshalb ist sie, also weil man kann fragen, weil im ganzen Bhagavatam wird nirgendwo Radharani erwähnt. Und da kann man das sagen, dass Radharani ja die Hauptperson im Rasa-Tanz ist, und wenn sie es verlässt, dann geht es nicht weiter. Und dann kann man sagen, dass sie Krishna damit kontrolliert, also dass sie eigentlich. Okay. Ja, die Hauptperson ist. You can speak something? What is it? Yeah, you have to mic her. Maharaj redet Deutsch? Auch Deutsch? Einfach? Ja, Deutsch, ne? Maharaj hat gesprochen über das Srimad Bhagavatam, dass das Srimad Bhagavatam ist die Essenz der vedischen Schriften. Und man könnte dann fragen, warum in dem ganzen Bhagavatam Radharanis Name nicht erwähnt wird. Und dann hat er erklärt, was eigentlich Srimad beim Srimad Bhagavatam bedeutet. Und nämlich Shri bedeutet Radharani und Mad bedeutet jemand, also hat auch viele Bedeutungen, aber es heißt auch jemand, der irgendwie so berauscht ist, und Radharani ist immer berauscht mit Liebe zu Krishna, und dieses Bhagavatam ist sozusagen gefüllt mit dieser Liebe von Radharani. Ne, und das hat er halt erklärt. Und dann hat er. Man sagt Srimad Bhagavatam, das ist das Bhagavatam über
das Bhagavatam, was diese Liebe von Radharani beschreibt. Genau. Und dann hat er auch gesagt, ach genau, dann hat er noch erklärt, dass als Krishna die Welt verlassen hat, und dann war Uddhav, war er die ganze Zeit mit Krishna zusammen und hat dann hat ihn gefragt, oh Krishna, was soll ich nur machen, wenn du die Welt verlässt? Und dann hat er gesagt, keine Sorge, ich bleibe hier, so wie Jayashri erklärt hat, dass das Bhagavatam die 10 Körperteile oder die 10 Teile, die Körperteile von Krishna repräsentiert. Ne, das ist Krishna selbst, hat er gesagt, keine Angst, ich bleibe hier als Srimad Bhagavatam, und überall dort, wo das Srimad Bhagavatam rezitiert wird von Devotees, in der Gemeinschaft von Devotees, dort bin ich, also das bin ich selber. Und deswegen hab keine Sorge, Uddhav. Ich bin immer bei dir. Hare Krishna. Hare Krishna. This bro. Can you speak? Wir haben das vorgehen mit everything. So, Om Agyanti Mirandasya Gananjana Shalakaya Chakshuram Medhanina Tasmai Shri Guruvi Namaha. So, die einzigen Sachen, die eigentlich noch übrig geblieben sind, war, dass der Grund, warum das Srimad Bhagavatam eigentlich gesprochen wurde, und das war von Shukadev Goswami zu Parikshit Maharaj, weil er hatte noch 7 Tage zu leben, bevor der Takshak praktisch gekommen ist, um praktisch ihn zu töten, umzubringen. Er wurde ja verflucht. Und praktisch, Maharaj hat gesagt, dass Shukadev Goswami hat für 4 Tage gesprochen, und danach wollte er praktisch von Parikshit Maharaj ihn testen und wissen, so was denn eigentlich der Stand der Dinge ist. So, und dann hat er praktisch die Essenz, hat in einem Schlucker dann gesprochen, den 10. Kanto, und hat dann praktisch aufgehört. So, und war dann einfach still. So, und Parikshit Maharaj, der hat sich dann gewundert und hat geguckt und hat gesagt, was ist jetzt los? So, hat eben gewartet, war begierig, weil er, Parikshit bedeutet der Suchende, weil er praktisch, als Aswatthama die Brahmastra abgeschossen hat, war er praktisch im Mutterleib, war noch ganz ein Embryo, Fötus. Und auf jeden Fall, Krishna ist erschienen, der Herr ist erschienen, um ihn, seinen Geweihten zu beschützen. Und seitdem hat er praktisch, war er auf der Suche. Und eben, er war begierig zu hören. So. Und dann hat er ihn eben angeguckt und hat gesagt, Prabhu, ich warte die ganze Zeit schon, dass du, also zu Shukadev Goswami, dass du bitte Harikatha sprichst. So, und dann hat Shukadev Goswami gesehen, dass er praktisch begierig ist, und hatte die 3 Tage weitergesprochen, also die letzten 3 praktisch über dann die Essenz in den 10. Kanto. Okay, Hare Radha Rani ki jai. Hare Krishna. Oh, Hare Krishna. You know, I can tell everybody, try preaching and telling Harikatha. When you preaching, tell Harikatha, then you have some nature telling some Harikatha. If you did not tell to Harikatha, very difficult to, you know, tell to somebody Harikatha, when listening, telling something. So, this is the order of Mahaprabhu. Jare dekho tare kaha Krishna upadesh, amar agyaye guru haiya tara aites. Mahaprabhu directly gave the order. And this is my order. You are follow to my order, you know. Amar agyai, this is my order. When you meet to anybody, you can tell only Harikatha. And Mahaprabhu, this is desired. One day whole world became Krishna consciousness. So you follow this thing, then you are follow to order of Mahaprabhu. And maybe, you know, this yesterday you are celebrated Radharani Janma Mahotsav in Holland, you know, Rotterdam. There are so many devotees coming. Why? He is the preaching, you know, he is the preaching. Only one person is the preaching. And he also only took Harinam only for Gurudev. Only Harinam, not Diksha. You know, even he preaching, there's some days, you know, he collected so many people there. So many people. And everybody, small boy, they're playing Vrindavan, doing Kirtan. You know, one small boy, by nice playing, he's the, you know, this is Dholki, Mridan, doing very nice song. And he collected so many people there, you know, so many people there collected. So, necessary, they are everybody Gurudev disciple, necessary preaching. And when preaching, first you make benefit. Why? You are telling Harikatha, you know. First your mind become Krishna consciousness. And without preaching, solution your bhajan going down, you know.
very going down. You can not coming any enthusiasm to you. Only when preaching, telling Harikatha, then you know they are nicely now. Before he did not preaching, now with the preaching, now with the follow nicely. All limbs of bhakti chanting very nicely. Follow this all of bhakti, you know, limbs of bhakti. So tell everybody try to preaching. Maharaj sagt oder bittet uns, dass jeder von uns das lernt, Harikatha zu sprechen und zu predigen. Er sagt, wenn man das tut, wenn man das übt, dann wird man erfahren darin und dann wird das zu unserer Natur und unserer Gewohnheit. Und wenn man sich nicht darin übt, Harikatha zu sprechen, ist es sehr schwierig, richtig Harikatha zu sprechen. So, und es ist Mahaprabhus Anweisung. Mahaprabhu hat gesagt, dass jeder seine Nachfolger über Krishna, über Krishnas Ruhm, Krishnas Herrlichkeit sprechen soll. Ja, so, und wir als Nachfolger von Mahaprabhu, es ist sehr gut, wenn wir seiner Anweisung folgen, weil das ist sehr gut für uns selber. Maharaj sagt, wenn wir predigen, dann bekommen wir Kraft und Inspiration im spirituellen Leben. Wenn wir nicht predigen, wird unser Krishna-Bewusstsein allmählich schwächer und schwächer werden und wir werden keine Inspiration, keine Kraft haben. Das ist Vijay in Holland. Aha. So, und gibt das Beispiel von dem Vijay Prabhu in Holland. Ja. Der hat nur Harinam-Einweihung genommen von Gurudev, nicht mal Diksha-Einweihung. Aber er predigt und er ist sehr begierig zu predigen und er ist auch sehr, sehr erfolgreich. Er bringt so viele Leute zu den Sadhus, ja, hunderte von Leuten kommen und sie sind. Und er für ihn selber, er hat ihm sehr, sehr geholfen in seinem spirituellen Leben. Seit er das macht, folgt er allen Regeln sehr strikter und ist inspiriert im Bhakti. Okay, yeah, everybody try. Your own place opening one namat. One namat. And who is the close to you, try invite to them. And what you heard from Harikatha, Guru and Vaishnavas, you try. Slowly tell this Harikatha, you know. So jeder kann zum Beispiel Freunde, Bekannte zu sich einladen nach Hause und ihnen das, was sie selber bekommen haben, das Krishna-Bewusstsein versuchen an andere weiterzugeben. Na, und das nennt man Namhatta. Und das ist ein Programm von Bhakti Vinod Thakur, das, wie das Krishna-Bewusstsein, wie wir das weitergeben können an die ganze Welt. Ja, Nithai Gaur Brahmanande, Hari Hari Bol, Hare Krishna. Oh, many time you are hearing, you know, every Ved, Puran, Upanishad, everywhere is the glorification of Srimati Radharani. Yeah, everywhere is the glory of Srimati Radharani. And how Srimad Bhagavat, Sukhdev Goswami, he also doing so much glory to Srimati Radharani's name. But, so Krishnadas Kaviraj Goswami told, Jaha Bhagavata Padha, Vaishnava Sthane, Ekanta Asraya Kara Chaitanya Charane. Chaitanya Bhaktare Tumi Nitya Kara Sangha Tave Ta Bujhi Me Tumi Siddhantaran. So Krishnadas Kaviraj Goswami told, you know, who is the without guidance of Vaishnavas, they are reading to Srimad Bhagavat, they did not find out in where the name of Radharani. You know, they are everybody telling her India, you are telling Radhi, 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 where the name of Radharani? Srimad Bhagavat, they are nothing of name of Radharani, you are telling the always Radharani, Radharani name. Yes. But our Gaudiya Vaishnava is telling, no, this scripture, only glory of Radharani is there, not in Krishna's, you know, only glory of Srimad Radharani. So this way, many times you are heard how this 10th canto is the Krishna's face, and the smiling is the Rasa Lila. And they are telling, you know, and the Srimad 10th canto telling this Rasa Lila, this is the five life, you know. There are five chapters in the Rasa Lila. So this is the not five chapters, this is the five life and soul. If somebody, but they are not in life, then this is the dead body, you know. Like this whole Srimad Bhagavat,
You know, what is the life and the soul? This is the, there is the Rasalila. And what is the Rasalila? No, there what is this glory? So many times you heard, even this Rasalila, everybody there. Krishna also there, Chandravali, Lalita, Vishak, all Sakhis there. But when Radharani left Rasalila, then this is broken, this Rasalila. That meaning Raseswari, who is the Raseswari, Srimati? Radharani, the Raseswari. She is the only Raseswari. So Srimad Bhagavat, what is the Bhagavat? This is the Srimad Bhagavatam. This is the love, affection of Srimati Radharani. Established Radharani is the main person of Srimad Bhagavat. We have heute Morgen gehört, wie Srimati Radharani's Herrlichkeit und Radharani's Name in allen Veden, Puranas, Mahabharat, in allen vedischen Schriften verherrlicht wird. Und vor allem wird Srimad Radharani's Herrlichkeit im Srimad Bhagavatam verkündet. So, aber die Sache ist die, dass man das nur verstehen kann, wie Srimad Radharani verherrlicht wird im Srimad Bhagavatam, wenn man unter Führung von Vaishnavas ist, die das selber verwirklicht haben. Na, ansonsten, normalerweise, dann werden die Leute werden sehen, ja, wo ist denn Srimad Radharani's Name im Bhagavatam? Dass ihr Name ist gar nicht da. Wie hat das Bhagavatam was mit Srimad Radharani zu tun? Aber wie wir heute Morgen schon gehört haben, ist der 10. Kanto, das ist Krishnas Lotusgesicht. Und das Lächeln von diesem Krishnas Gesicht, das ist der Rasa-Tanz. Rasa-Tanz. So, und die 5 Kapitel vom Rasa-Tanz, die 5 Gitas, das sind die 5 Lebenslüfte. Srimad Bhagavatam, ne? Krishnas 5 Lebenslüfte. Ja, ein Körper ist nutzlos, wenn er kein Leben hat. So diese 5 Kapitel vom Rasa-Tanz, das sind die Lebensluft von Krishna. Und dieser Rasa-Tanz, Srimati Radharani, sie ist Raseshwari. Sie ist diejenige, die ohne die es kein Rasa gibt. Obwohl Krishna im Rasa-Tanz mit allen Gopis zusammen war, Lalita, Vishaka, Chandravali, als Srimad Radharani den Rasa-Tanz verlassen hat, war der Rasa-Tanz beendet. Man konnte Krishna kein Ras mehr ausführen. Deswegen ist Srimadi Radharani Raseshwari und das Srimad Bhagavatam ist eigentlich die Herrlichkeit von Srimadi Radharani. Und wir haben auch gehört heute Morgen, Srimad Bhagavatam, na, das Bhagavatam heißt Verherrlichung, diese Göttlichkeit, aber welche Verherrlichung vom Srimad, ne? Srimad Bhagavatam. Und Srimad bedeutet Radharanis Liebe. So dieses Bhagavatam ist die Verherrlichung von Srimad Radharanis Liebe. And they tell you this 5 prana. So now coming question, why Sri Sukhdev Goswami did not mentioning it direct name of Radharani? You know, why he did not speak this glory of Radharani direct? So our, no, they are telling so many reasons, you know. First reason is that, well, who is the telling Srimad Bhagavat Katha here, Sukhdev Goswami? Well, who is the Sukh? You know, who is the Sukh? So telling, Kabhi Karnapur telling, well, Priya Sukhasri Brisabhanujaya Pavitra Chanchu Priya Chumbanena Ekantakananya Rahasya Pati Nikonja Prasada Satanivasi, telling who is that is Sukha? Well, this Sukha is not an ordinary person. He the Sri he is Sukha. Sri, Matlab Srimati Radharani. Sukha meaning he the parent of Srimati Radharani. Kabhi Karnapur. And so is there the Sri Sukha? Yeah? Sri Radharani, very near, dear parent of Srimati Radharani. And Nikonja Prasada Satanivasi. Where he stay? He always staying Radharani Nikunja, temple of Nikunja. Sadamani always stay. And a Pavitra Chancho Priya Chumbanena. Sometime Radharani, he kiss to, you know, this is the parrot. When he kiss this parrot, then what happening? For this throat he kiss, then Radharani Adharamrita, you know, this is the Adharamrita. This Amrita touch to this parrot's, you know, parrot's, what? Chanchu,
beat. When chachu, so here, they are when Parikshit Maharaj doing question, they are the, you know, 88,000 rishi, meaning 88,000 rishis they are, but they are, even they are Sukhdev Goswami fathers they are, but everybody listening Harikatha from to whom? Listen to Sukhdev Goswami, why? Well, he is the not ordinary, he is not parrot, you know, Radharani parrot. And they are, you know, this is the, what tell you? Beat. They are Radha. So they are Radharani, you know, they are Adhara is the, this Adharamrita, you know, nectar of Radharani, Adharamrita, he touched there. So when he telling Harikatha, this Harikatha who is the Radharani, Adharamrita, Jukta Harikatha, you know. So this Harikatha is not ordinary thing. So telling Sukha Mukhat Amrita Dharva Sanjitam. When Sukhdev Goswami telling Harikatha Dharva, very sweet. So who is this parrot? He is the Radharani's parrot. And who is his Gurudev? Radharani is his Gurudev. So this is some rule. Everywhere you don't tell to name of your Gurudev. If somebody asks you, what is the Gurudev? No. Then you can tell the name of Gurudev. If you saw he has so much love, affection to my Gurudev, then you can tell the name of Gurudev. So this is the rule. Everywhere not declare to your name of Gurudev. So the Sukhdev Goswami, direct he did not mention to Srimati Radharani's name. Jemand mag jetzt fragen, ja, aber wieso hat er denn nun nicht... Hare Krishna. Tell everyone listening, I tried remembering and preaching, you know. When Gurudev telling Harikatha in Mathura, you know, our all Brahmacharya are writing this notebook, you know. So Gurudev have so many disciples hold while preaching. Why? They are doing all note. And Gurudev himself told, when his Gurudev gave class, Bhakti Pragyan Kesav, everyone doing notes. Sometimes Gurudev telling, when after I do note, after class I go to Gurudev and I debate with Gurudev, you know. Sometimes when Gurudev telling, I cut his argument. Then again Gurudev try establish. This way, after Gurudev, my Gurudev becomes so happy to me, you know. Well, when somebody will debate, when very deeply somebody listen to this Harikatha, so that time your Bhakti Pragyan Kesava Goswami understand, one, he become very good preacher, you know. So Gurudev, he gave to this Mathura temple to Gurudev. Why? That time Uttar Pradesh, not preaching to Mahaprabhu, you know, only Bengal Mahaprabhu, glory is good, Bengal, not any Uttar Pradesh. So Gurudev, this thing gave responsible to Gurudev. So Gurudev took so many translations in the Hindi language. Now he preaching whole world. So necessary, everybody doing here, so many preachers coming, doing some notebooks, you know. Then your Harikatha, very nice Harikatha. Even I am telling Harikatha, I also do some note, you can look. There are so many Harikatha I do note here. You know, many scripture, many Vaishnavas, what I heard, I also himself do so many note. When I looking this note, then telling nice Harikatha. So Maharaj bittet uns, dass wir uns dieses Harikatha, was er spricht, dass wir uns daran erinnern. Er sagt, dass Srila Gurudevs Schüler, die predigen überall auf der Welt und ihr Katha ist einzigartig, aber das tun, können sie nur deswegen tun, weil sie immer, wenn Srila Gurudev gesprochen hat, Aufzeichnungen geführt haben, das mitgeschrieben haben. Er sagt, ansonsten werden wir nicht, wenn wir richtig predigen wollen, müssen wir uns an dieses Harikatha erinnern. Und auch zu Param Gurudevs Zeiten, alle Schüler haben sich Notizen gemacht, wenn Param Gurudev gesprochen hat. Und Srila Gurudev hat nicht nur mitgeschrieben, sondern er hatte auch sehr tief, ist er in die Philosophie reingegangen. Manchmal hat er sogar mit seinem Gurudev debattiert, da ist es aber nicht so oder so. Und der Bhakti Pragyan Keshav Maharaj war sehr zufrieden damit, weil er verstanden hat, auf die Art und Weise versteht er die Philosophie sehr tief, ne, indem er macht sich wirklich Gedanken darüber. Und deswegen hat der Gurudev dann seinen Tempel gegeben in Mathura, damit Gurudev dort in Uttar Pradesh predigt. Denn dort in Uttar Pradesh war kein Predigen von Sri Chaitanya Mahaprabhus Nachfolgern. So, er hat Srila Gurudev dort hingeschickt und Srila Gurudev hat alle die Bücher auf Hindi übersetzt
und hatte gepredigt und hat überall Mahaprabhus Bhakti Vorgang etabliert. Ja, so. Wenn I am also to note Harikatha, Maharaj selbst, ne, alles was er spricht, so wundervolle Sachen, ne, die wir so spannend und interessant und was wir noch nie gehört haben. Aber das kann er alles nur, weil er sich immer das Katha von den Sadhus alles aufgezeichnet hat. Ne? Und dann schaut er in sein Buch und hat wunderschönes Harikatha. So funktioniert das. Ne? Okay. Und jetzt zum Thema. Man mag fragen, wieso hat Shukadev Goswami jetzt nicht Srimadi Radharanis Name direkt erwähnt im Srimad Bhagavatam? Hätte er ja machen können. So, die Antwort darauf ist, dass man verstehen muss, wer Shukadev Goswami ist. Und Srila Kavikanapura hat erklärt, dass dieser Shukadev Goswami, der ist eigentlich Shuka bedeutet Papagei. So ist er, ist in seiner spirituellen Form, in der spirituellen Welt, ist er ein Papagei, aber nicht irgendeiner, sondern Srimadi Radharanis eigener Papagei, Sri Shuka, ne, Srimadi Radharanis Papagei. Und als solcher ist er, hat er eine sehr besondere Stellung, dass er wohnt nämlich immer in den Nikunjas, in den vertraulichen Orten, wo Radha und Krishnas Spiele stattfinden, ist Sri Shukadev Goswami überall mit dabei. Praktisch, er weiß alles über Sri Radha Krishnas Spiele. Und der ist Srimadi Radharani so lieb, dass Srimadi Radharani manchmal diesen Papagei ihre Hand nimmt und ihn küsst. So, was von Radharanis Lippen ausgeht, ist reiner transzendentaler Nektar. So, wenn Srimadi Radharani ist ihren Papagei küsst, dann der Nektar von Srimadi Radharanis Lippen kommt an den Schnabel von Srila Shukadev Goswami. Ja. Deswegen heißt es im Bhagavatam, Nigamakalpataro Kalitam Palang Sukamukat Amrita Drava Sangitam. Dieses Srimad Bhagavatam, als Sri Shukadev Goswami das gesprochen hat, wurde das noch süßer und köstlicher. Ja, weil sein, was Srila Shukadev Goswami spricht, ist versetzt mit dem Nektar von Srimadi Radharanis Lippen. Ja. So, das ist die besondere Bedeutung von Shukadev Goswami. Und Shukadev Goswami, deswegen sein Gurudev oder sein Guru, das ist Srimadi Radharani. So, wenn den Namen von seinem Guru, den tut man sehr wertschätzen und achten. Und nicht jeder, der kommt und sagt, no, wer ist dein Guru, dem wird man nicht sagen, wer sein Guru ist. Ne? Weil nur jemand, der selber Achtung und Liebe für meinen Gurudev hat, nur dem werde ich sagen, wer mein spiritueller Meister ist. Ja. So, auf die Art und Weise, Sri Shukadev Goswami hat nicht, das waren 80.000 Weisen, saßen dort, ne, am Ufer der Ganga, als er zu Parikshit Maharaj gesprochen hat. Und nicht alle waren reine Devotis, nicht alle hatten dieselbe Stimmung und Liebe. Deswegen hat er diese vertrauliche Sache, den Namen von seinem Gurudev, nicht offen erwähnt. Yeah. Radharani ki jai. So this is the one region, yeah, this is the first region. And second region, the you know, Sridhar Swami, he told. Sridhar Swami is the first commentary, he made the first commentary of Srimad Bhagavatam. He is the telling, Radha naam ucharna matrena sada marsi ke mrucha bhavet. You know, so Sri Radharani name is the, you know, full of rasa, you know, Radharani's name, full of rasa there. So when he, only one time he take the name of Srimati Radharani, then in 6 months he become entered Sridhar Goswami. So 6 months he become fainted. Now he thinks, oh, now I have only 7 days, you know, only tell this all Bhagavad Katha. If I take the name of Radharani, I become fainted, then what happening? How possible I tell Harikatha, you know, this Bhagavad, complete Bhagavad. So this is the second, so he did not mentioning the direct name of Radharani. So der zweite Grund, das war der erste Grund, und der zweite Grund, warum ihr Name nicht direkt erwähnt wird im Srimad Bhagavatam, der wird von Sridhar Swami erklärt. Srila Sridhar Swami war der erste Kommentator vom Srimad Bhagavatam. Und er hat erklärt, dass dieser Name von Srimadi Radharani, der ist voller ekstatischer Nektar.
Und Sri Shukadev Goswami, der so viel Liebe und Zuneigung zu Srimadi Radharani hat, wenn er diesen Namen offen aussprechen würde, Srimadi Radharanis Name, dann würde er für 6 Monate in Samadhi, praktisch in Trance geraten, ne? Und die seine äußere Umgebung nicht mehr wahrnehmen können. Aber Srila Pariksit Maharaj hatte nur noch 7 Tage zu leben. So, wenn er für 6 Monate in Trance fällt, Shukadev Goswami, dann, wer spricht dann Harikatha zu Shukadev Goswami? Deswegen hat er mit Absicht nicht diesen Namen von Srimadi Radharani erwähnt. Yeah, the second reason, and third reason, told, you know, when Shukadev Goswami, he want to start to, you know, Srimad Bhagavat, then he asked to Srimadi Radharani, Balu Radhi, how your name I can mention here? Then Radharani, she direct, she gave order, well, my name, you never direct you mentioning my name. Yeah. Radharani told this thing. So this is the order of Radharani, my name, direct you did not mention it here. So here telling, though when some king came, not only king came, so many ministers came. If prime minister came here, only not prime minister came, so many minister they came with him. So many soldier came with him. Like this, when Krishna is the came, Krishna never came there alone, you know. With him, all Sakha, Sakhi, and this is Dham. So telling Sri Krishna Chaitanya Prabhu, Jive Dayakari, Sapar Sata Siva Dham. You know, this own abode and all Parsad, Saha Avatari. Like this, when Krishna came, not only Krishna came here, with Srimati Radharani came here. So when Sukadeva Goswami, Srimad Bhagavat, when his glory is Krishna's birth festival, you know, birth ceremony festival, when when explain, there one slope he telling, Rama, Kridan, Abhut, Nripa. O Parikhit, when Krishna he appeared here, then Vrindavana became Rama, Kridan. This is the Rama, meaning the Lakshmi. And who is the main Lakshmi? The Srimati Radharani, then he make the playground of Srimati Radharani, this Vrindavan Dham. So Sukadeva Goswami mentioning when you're doing in glory of Krishna's birth, first time he also mentioning this name. So jetzt der dritte Grund, warum ihr Name nicht direkt erwähnt ist, ist, dass Srimati Radharani direkt Anweisungen gegeben hat, nicht ihr Namen direkt zu erwähnen. Sukadeva Goswami hat gefragt, auf welche Art und Weise soll ich über dich sprechen? Und Srimadi Radharani hat ihm Anweisungen gegeben, sprich nicht direkt über meinen Namen. Aber jeder kann verstehen, ein normales Beispiel, was man geben kann, ist, wenn ein König irgendwo hinkommt, denn der König, der ist nie alleine. Dass seine Minister sind mit ihm zusammen, seine Leibgarde für die Armee, so viele Personen sind mit dem König. Genauso, wenn Krishna, der höchste Herr, in diese Welt kommt, dann ist er nie alleine, sondern all seine Gefährten sind immer mit ihm zusammen. Ja, und deswegen kann das Bhagavatam auch nicht nur die Verherrlichung von Krishna alleine sein, sondern muss gleichzeitig die Verherrlichung von all Krishnas Geweihten auch mit sein. Der wichtigste von allen Geweihten von Krishna, das ist Srimadi Radharani. Und im Bhagavatam selber, als Shukadev Goswami über Krishnas Geburtszeremonie spricht, dort erklärt er, dass in dem Moment, wo Krishna erschienen ist in dieser Welt, wurde das Land von Vrindavan Rama Krida. Rama bedeutet, ist der Name für die Glücksgöttin, und Krida bedeutet ein Spielplatz, ein Tummelplatz. So, sobald Krishna in dieser Welt erschien, wurde das Land von Vrindavan voll mit von allen Reichtümern, wurde zum Spielplatz von der Glücksgöttin. Und welche ist die höchste Glücksgöttin? Das ist Srimadi Radharani. Yeah, here our, you know, Vishwanath Chakravarti do question, well, here telling Rama, Kridan, Abhut, Nripa, Valo Parikhi, then Vrindavan Dham became Rama here meaning Lakshmi. How you telling this Radharani? How you telling the Radharani? So they are telling you the when this Ram's pastime, going to Ram's pastime,
if they are coming, word of Sri Rama, then you can understand this is the name of Sri Sita. And when some coming, this is the pastime before Narayana, yeah, when some pastime Ramayana, Narayana, when they are coming Rama, Lakshmi, Sri, then you can understand this is the name of Lakshmi. And when the Krishna's pastime is the going, if there are some coming Rama, Lakshmi, Sri Sabda, then you can understand this is the mentioning of Srimati Radharani. There is the Radharani. There is the Krishna's glory is going there. Rama meaning is the Radharani. Srila Vishwanath Chakrabarti Thakur hat erklärt, dass wenn von der Glücksgöttin die Rede ist, Sri oder Rama oder andere Namen von der Glücksgöttin, das muss man immer im Zusammenhang mit der jeweiligen Gottheit verstehen, von der die Rede ist. Wenn von Sri Ramachandra die Rede ist und im Zusammenhang von Ramachandra von Sri oder Rama, dann bedeutet es Sita Devi. Wenn im Zusammenhang mit Narayan von der Glücksgöttin die Rede ist, dann bezieht sich das auf Lakshmi. Und wenn im Zusammenhang mit Krishna von der Glücksgöttin Sri oder Rama die Rede ist, dann bezieht sich das auf Srimati Radharani. So here telling, you know, this is the third reason. Now fourth reason tell, why Srimad Bhagavat is not mentioned direct. But they are telling, you know, they are giving one example like this, leaf of henna, you know, henna leaf. The henna leaf, maybe everybody use all ladies henna, but this henna leaf look like the green. You know, the outside, so this is the color, the green color, henna leaf. But he is actually not green, he is red. But how he is red is manifested? First you can grind, you know, grind. Then grind, then when you can saw this is the color is the, you know, this is the green color. But when they are put this henna or India, you know, they are put the hand, leg, their decoration. When decoration is dry, then you can saw this is the red color. Whole hand become red. But outside you what is the outside you can see this is the look like this is the green, but not green. Is the they are all particular. There is the color of red color. Like this, Srimad Bhagavat, you can see this 10 canto. There is the Krishna, 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 Krishna. But outside you saw Krishna, but inside is the Radhe, 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 Radhe. So telling Atma tu Radhika eva. Who is the Atma of Sri Krishna? Well, Srimati Radharani is the Atma of Sri Krishna. So, now coming question, how he look like outside the green, but when you grind, you know, what is grind, then you, like this, when you have doing sadhana, doing bhajan, then you can serve Srimad Bhagavat everywhere is the name of Srimati Radharani, everywhere, Srimati Radharani is name. So ihr kennt diese Henna, ne? Diese rote Farbe, mit der man sich so die Frauen sich die Hände bemalen. Und diese Henna, das kommt von einem Blatt, einer Henna-Pflanze. Und dieses Blatt sieht ganz grün aus. Aber wenn man das reibt, dann wird es rot. Ne? So äußerlich ist es von einer Farbe, aber wenn man das praktisch aufreibt, dann wird es von einer anderen Farbe. So in gleicher Weise ist es mit dem Srimad Bhagavatam. Äußerlich ist das Srimad Bhagavatam alles über Krishna. Aber was ist die Essenz von Krishna? Das heißt, Krishnas Atma, Krishnas Seele, das ist Srimati Radharani. Ja. So deswegen, äußerlich sieht es aus, als ob das alles über Krishna ist, das Srimad Bhagavatam. Aber diejenigen, die Sadhan und Bhajan ausführen, die tief eintauchen in das Srimad Bhagavatam, die werden darin Srimati Radharani finden. And they are telling this of nur Sri Radhika. Yes, so telling first example gave, you know, gave example Krishna's pastime, gave example like this one, a river. So river water everybody can drink. One birds, animal, human, everybody can drink the, you know, this river water. But some special whale water, if some whale, their water, nobody, everybody cannot drink this water. That person only can drink if somebody rope and somebody put, only that person can drink the whale's water. But river water, you know, somebody takes shower, you know, there are so many dirty things also they are flowing there, you know, somebody cleaning cloth, they are there. But with the whale water, it is very cold
and completely pure water here. They give example, Krishna Bhakti, you saw Srimad, 10 cantos, Krishna Bhakti completely, you know, like this flowing like one river. Meaning Krishna Bhakti, everybody can do Krishna Bhakti. But Radharani Bhakti like this whale's water, you know. Whale's water is very cool and very pure water. Who can drink this water? If somebody rope and some part, only that person can drink the whale's water. Well, what is his meaning? Meaning is the our India, you know, Krishna Bhakti, mostly person they are doing Krishna Bhakti, Krishna Bhakti. But this Radharani Bhakti is the not ordinary Bhakti. Radharani Bhakti, anybody cannot do this Radharani Bhakti. Who can do if somebody rope and put, what is the meaning? Meaning is the, if somebody coming, this is the, some Rasika Sampradaya, you know, some Rasika Sampradaya, if somebody coming, line of Rasika Sampradaya, then possible somebody can do Radharani Bhakti, you know. So our, they are one very good poet, one good devotee. He writing one song, this song telling, he made Krishna Rangamirangi, meaning I am complete like Savarda Krishna Bhakti Ras. He writing very nice song and he sent to Al Sadhu. When Al Sadhu read this song, they become so happy. Why this song is the glory of Krishna's, you know. Everybody is very happy. But when this song goes to Jiva Goswami, then it's Jiva Goswami writing one sloka and sent to this sadhu. You know, this sloka is the Raghunath Das Goswami, Bilap Kusumanjali, Raghunath Das Goswami telling, Anaradha Radha Padam Bhojarenu, Anasrita Vrindavanam Tat Atabim, Asambhasya Tat Bhava Gambira Chita, Kutaha Syama Sindhu Rasasya Bhaga. Oh, you are telling the savar of Krishna Bhakti Ras. This is that ordinary thing. You know, here Krishna is the three places of crooked. This Bhakti also very, very crooked. You know, very difficult to attend this Krishna Bhakti. If you want the Krishna Bhakti, take savar of Krishna Bhakti, past necessary three things, then you can attend this Krishna Bhakti. Tell him, what is the three things? First thing is the Anaradha Radha Padam Bhojarenu. Unless until you did not take shelter of Radharani lotus dust, this is the first thing. Second thing is the, you know, this Radharani, this fruit print of this Vrindavan Aldham, fruit print of Radharani. Did not you take shelter to Radha, this Vrindavan Dham? And the third thing is the very, very important. Who is the devotee, who is the completely, you know, this Radharani, Krishna Bhakti, always observe to Radharani, this Bhakti. You know, if did not take shelter of like this sadhu, kutaha syama sindhu rasasya bhaga, how possible you can take savar of this Krishna Bhakti Ras, some ocean of Krishna Bhakti Ras? Impossible. So necessary, without shelter of Radharani, very difficult to somebody attend this Krishna Bhakti. So, die Christ, also Bhakti wird verglichen mit einem Fluss. So, ein Fluss erfüllt viele Zwecke und jeder kann zu dem Fluss kommen und kann dort trinken. Vögel, Tiere und alle möglichen Leute können dorthin kommen. Aber ein Brunnen, der kann nicht jeder kommen und das Wasser trinken. Nur jemand, der praktisch ein Seil und einen Topf hat und das Wasser rausholt aus diesem Brunnen, der kann das, dieses Wasser aus dem Brunnen trinken. So das Wasser von dem Fluss ist meistens nicht so rein. Ja, da schwimmen viele Sachen drin herum, da waschen die Leute ihre Wäsche drin und so weiter. Aber das Wasser in dem Brunnen, das ist sehr süß und sehr rein und klar. Ja, so das wird verglichen. Der Fluss wird verglichen mit Krishna Bhakti. Krishna Bhakti kann jeder praktizieren, also zum Beispiel in Indien, alle sprechen darüber, dass sie Krishna Bhakti ausführen. Aber das Wasser aus dem Brunnen wird verglichen mit Radha Bhakti, mit Hingabe zu Srimadi Radharani. Und diese Hingabe zu Srimadi Radharani, die ist nicht so einfach zu bekommen, sondern man braucht dieses Seil und den Eimer. Ne? Dieses Seil und Eimer, das bezieht sich auf die Sampradaya, die Schülernachfolge von den Rasik Bhaktas, diejenigen, die diese Herrlichkeit von Srimadi Radharani kennen und kosten.
Nur wenn man in ihre Nachfolge kommt, ihnen nachfolgt, nur dann kann man diese süße Hingabe zu Srimati Radharani kosten. Und dann ist es los. So this is without racism. Ah, okay. Last part. Die, einmal gab es einen Poet, der hatte ein Lied geschrieben, in dem er schreibt, oh, ich bin, habe gebadet in dem Nektar von Krishna Bhakti. Und alle Sadhus, die dieses Lied gelesen haben, die waren sehr beeindruckt und begeistert, auch was für ein schönes Lied. Aber als dieses Lied zu Srila Jiva Goswami gekommen ist, dann hat er darauf geantwortet mit einem Vers aus Raghunath Das Goswamis, Vilap Kusumanjali. Und in diesem Vers heißt es, praktisch Jiva Goswami hat zu ihm gesagt, du sagst, dass du in dem Nektar von Krishna Ras badest, Krishna Bhakti badest. Aber Krishna Bhakti ist nicht so einfach zu bekommen. Krishna ist an drei Stellen geschwungen, Krishnas Körper. Das bedeutet, Krishna ist crooked. Das heißt, Krishna ist nicht so gerade heraus. Und Krishna ist so ein Trickster. Ja? So, es bedeutet, dass es nicht so einfach ist, Krishna Bhakti zu bekommen. Es mag so aussehen, okay, ich verehre Krishna, aber wirkliche Krishna Ras, Krishna Bhakti ist was sehr Spezielles. Und er sagt es nur, wenn jemand wirklich Krishna Bhakti, Krishna Ras kosten möchte, dann müssen drei Dinge muss er tun. Das erste ist, er muss Zuflucht suchen bei Srimadi Radharani. Das heißt, er muss sich den Körper einreiben mit dem Staub von den Lotusfüßen von Srimadi Radharani. Das zweite ist, er muss beim Land von Vrindavan Zuflucht suchen, das immer geschmückt ist mit den Fußabdrücken von Srimadi Radharani. Und der dritte ist, er muss Zuflucht suchen bei den Devotis von Srimadi Radharani, die immer eingetaucht sind in diese Liebe und Hingabe zu Srimadi Radharani. Bole Shri Radha Rani ki, Bole Shri Vrishabhavani Nandini ki. So Radha Rani, lotus feet is very very rare, you know. Radha Rani lotus feet. So Prabhadananda Saraswati, you know, this Radha Rasa Sudha Nidhi. So he is telling one slok, how the glory of Srimati Radha Rani, you know. I think time is over here. Now already Prasad offered. You are finishing offered. So telling how Radharani lotus feet is very very rare. So one sloka he is telling, Bale Brahme Swaradi Suduruha Padarabindam Srimad Paraga Paramad Bhuta Vaibhavaya. So Prabhadananda is telling Radharani lotus feet is such a very rare, even Brahma, he also cannot attend to Radharani lotus feet. Radharani ki. Yeah. So even Brahma, he cannot attend Radha lotus feet. So this is Laghu Bhagavatam Rita. You know, these are Rupa Goswami explained there. Once Narad, he asked to this father, Brahma, oh father, he the 16,000 year, he worshipped Srimati Radharani lotus feet. Yeah? Brahma. And Gopi is lotus feet. So Narad, he asked him, father, Krishna has so many devotees, Santa, Dasya, Sakya, Vatsalya, you know, Madhur. But why you want to attend to food dust of this gopis and Radharani? Why? Then Brahma telling, oh my son, you know, this gopis, Radharani, they are not girl. They are in the Ananda Chinmaya Rasa, Pratibhavitabhi, Stabhir Eva Nija Rupa Kalatayabhi. They are not ordinary person. This is the Ananda Chinmaya Rasa, he takes the one-on-one form of this Braj Gopi. They are not girls, they are not ladies. You know, they are not ordinary person. So in Barasana, you know, Barasana, they are, when you go all step, even finishing, then you saw right side, they are Brahmas Tapasyastali. Brahma, we are yesterday there, you know. If you need to take the form of mountain, you know, he takes the form of mountain. Well, why? When Krishna is stealing this cow herd by and this calf,
And when under Brahma he understand he the supreme personal Godhead, then Krishna asking Brahma, oh Brahma, what do you want? Are you want to take my Sakha Sakhi's form of Braj? No, I cannot get the Sakha Sakhi's form. Then tell you are take the any form of this, the birds and any animal. Well, no, I am not doing such a very good peaceful activities. Because they are some, they are animal burden, take from a tree. Well, no. Why? Raghunath Das Goswami telling this Braj, all birds, tree, insect, they are not ordinary person. They are Krishna's, they are the Krishna's associates of Krishna's there. Not tree, bird, animal there. So tell you, what do you want? Hello, I want, our this Indian some culture where some village, outside village with the very lower caste, they're staying outside of a village. If I become stone up, this is the some lower caste person front, become some stone house front of house of this person. And when they are coming the inside entry, then our India culture, they are wash the lotus feet, put this leg the on the stone. Like if I become stone, if I got food dust of this very lower caste person, then my life becomes successful. Brahma, he tell this thing. Then Vishwanath Chakravarti have the question in telling me, O Pitama Brahma, you are not ordinary person, you are Brahma. He the creator of the whole universe. But why you are on such a very lower thing? Then Brahma telling you, they are also not, out of Braj with the living, they are not ordinary person. Jat Mukundam, Jat Jivitam. Even, Shruti, even Shruti, Puran, Ved, Upanishad, they are all want the food dust of this with a very lower caste person, food dust. Why? Their life, soul, and Krishna, they are not an ordinary person. So, I am not more than, superior this Shrutis, So, even if Brahma telling, even he cannot attend the food of lotus feet of Srimad Radharani. But our Sampradaya is the Brahmadha Gaudiya Sampradaya. You are came this line. Loha, you are came this line. So, you are came this line. So, Mahaprabhu, when Mahaprabhu went everywhere, then he saw this is Brahma Sampradaya. They are worshipped to Gopal, they are worshipped to Gopal. This mood of Braj mood there. So Mahaprabhu accept this Sampradaya. Why Brahma had also some Braj Bhav. So he became Barsanan, this is Radharani, his birthplace, he became mountain. That meaning he had some desire of Radharani's food dust. So Mahaprabhu accept this Sampradaya. So, Srila Prabodhananda Saraswati im Radha Rasa Sudhanidhi hat er einen Vers beschrieben, in dem er erklärt, wie schwierig oder wie selten es ist, Srimati Radharani zu erreichen. Und sehr, sehr selten. Und zwar heißt es dort, dass selbst für Lord Brahma ist es sehr, sehr schwierig, Srimati Radharani zu erreichen. Einmal kam Narada Rishi zu seinem Vater Brahma und fragte ihn, mein Vater, du hast 60.000 Jahre harte Entsagung auf dich genommen, um Srimati Radharani zu verehren in die Gopis Samrat. Krishna hat so viele Geweihten, so viele Sakas und so viele Arten von Devotis. Warum möchtest du gerade diese Gopis, diese Kuhhirtenmädchen verehren? Und dann hat Lord Brahma gesagt, oh mein Sohn, dies sind keine gewöhnlichen Gurtmädchen, sondern diese Gopis von Braj, die sind sehr, sehr speziell. Die sind die Form von unbegrenzten spirituellem Rasa, spirituelle Freude und Ekstase. Also diese Gopis sind sehr, sehr außergewöhnlich. Deswegen verehre ich die Gopis. So, Brahma. Der Name hat ein Sagen auf sich, das heißt, dass er sogar ein Berg geworden ist in Vashana. Wieso ist er ein Berg geworden? Als Brahma Krishnas Kälber und Kuhhirtenfreunde gestohlen hat, dann hat er hinterher Gebete dargebracht, Krishna erfreut. Und Krishna hat ihn gefragt, du hast mich erfreut, was möchtest du gerne? Möchtest du gerne einer von meinen Gefährten werden? Und Brahma hat gesagt, nein.
ich möchte nicht einer von deinen Gefährten werden. Dann was möchtest du dann werden? Möchtest du vielleicht ein Tier oder ein Vogel in Bratsch werden? Und Brahma, nein, auch nicht. Möchtest du vielleicht eine Pflanze in Bratsch werden? Brahma, nein. Ja, ich fühle mich nicht qualifiziert dafür. Dann sagte Krishna, was möchtest du dann werden? Brahma sagte, oh, ich möchte, wenn die, also die Mädchen aus den niederen Kasten, wenn die nach Vrindavan kommen und dort sauber machen, ne, die Straßen kehren und so weiter und den Toiletten putzen und so weiter, dann wenn sie nach Hause kommen, dann tun sie ihre Füße an so einem Stein abreiben und sauber machen. Ne? So, ich möchte gerne so ein Stein sein, nicht mal in Vrindavan, sondern gerade so an der Grenze von Vrindavan. Und an dem dann diese Mädchen aus der niederen Kaste ihre Füße abwischen, abreiben. Weil auf die Art und Weise werde ich den Lotusstaub von den Gopis von Bratsch auf meinen Kopf bekommen. Ne? So, die Vishwanath Chakvaritaka erklärt. Man sollte jetzt nicht, man sollte verstehen, wie glorreich selbst diejenigen sind, die an der Grenze zu Vrindavan leben. Nicht mal direkt Pritschbasi sind, aber direkt an der Grenze zu Vrindavan leben, wie diese Mädchen aus den niederen Kasten. Denn auch sie haben tiefe Liebe zu Krishna, Radha Krishna. Und selbst die Veden und die Shrutis, die wünschen sich, so ein Stein zu werden, ne? dieses Glück zu bekommen. Deswegen Brahma sagt, ich bin nicht mehr als die Veden und die Shrutis. Sie verehren selbst diese Devotis, die dort an der Grenze zum Vrindavan leben. So, das ist eine gute Bestimmung für mich. Und deswegen hat Chaitanya Mahaprabhu hat er diese Brahma Sampradaya angenommen, Brahma Matva Sampradaya. Obwohl Brahma selbst nicht immer die Radharani erreichen kann, aber er selber hatte Zuneigung und Achtung und für Srimati Radharani, Hingabe für Srimati Radharani. Und auch in seiner Sampradaya, Madhva Sampradaya, wird Sri Gopal, der Krishna in Bratsch, verehrt. Deswegen hat Mahaprabhu die Brahma Madhva Sampradaya angenommen. Yeah. Yeah. Radharani ki. Yeah, tomorrow can continue. You know, you are tomorrow and day after tomorrow. Now you are listening only Radharani past time. We are listening. Well, this is Radharani ki Hare Krishna. Doing Arati? Yes. Now we have Arati tomorrow. Morgen haben wir zwei Programme. Morgens Programm, wir fangen ja an ein bisschen früher als sonst. Das heißt 9.30 Uhr mit Bhajans. Bitte kommt rechtzeitig, dass wir auch noch hier das Gemüse schneiden. We start Bhajans tomorrow morning 9.30 Uhr. Und dann nachmittags haben wir Programm, wir fangen mit Bhajans nachmittags an, 16 Uhr. Okay. And nach Afternoon, because Sunday program, we start with Bhajans 4 o'clock and then Harikatha like 5.30 afternoon. Okay. Und Maharaj wird die nächsten, also morgen die zwei Programme und am Montagvormittag wird er über Lilas, also Spiele von Srimadi Radharani sprechen. Gaur Premanande. Doing Arati, Hari Bol, Hare Krishna.
Shiva Jaya Jaya Gora Chandi Arati Chato Thank you.
Shishi Guru Granga Kanda Vigri Hari Radha Hari Radha Madhamohan Radha Runda Karada Gurunath Radha Tamara Radha Sham Sundara Dharamam Vihari Yuki Dara Vamish Papa Ramas Parayaka Jaya Ashtotra Sato Shishi Machila Bhakti Lanta Narayan Goswami Maharaj Ki Jaya Hidushir Bhar Ashtotra Sato Shishi Machila Bhakti Lanta Vaman Goswami Maharaj Ki Jaya Hidushir Bhar Ashtotra Sato Shishi Machila Bhakti Vedanta Trikam Goswami Maharaj Ki Jaya Shinidra Vishnu Bhar Ashtotra Sato Shishi Machila Bhakti Sirup Siddhanti Sarasar Bhakti Sirup Siddhanti Goswami Maharaj Ki Jaya Sinit Vishnu Bhar Shri Ace Bhaktanta Swami Prabhupada Ki Jaya Nitya Vishnu Bhar Ashtotra Sato Acharya Kesari Sri Bhakti Pagan Kesu Goswami Maharaj Ki Jaya Sri Jagat Guru Srila Bhakti Siddhanta Sarasvati Thakur Srila Prabhupada Ki Jaya Mahabhagat Pava Srila Gokisho Das Bhaji Maharaj Ki Jaya Saptam Sami Shachidananda Shri Thakur Bhakti Vinod Ki Jaya Vaishnava Savvama Shri Jagannath Das Bhaji Maharaj Ki Jaya Shri Rupa Nukkuru Bhag Ki Jaya Shri Rupa Shri Sanatam Bhatta Raghunachi Jivika Bhadavata Das Raghunath Satku Swami Prabhu Ki Jaya Prem Sukoshi Krishna Jaitanna Pabunitananda Shri Vedagradha Shri Sari Guru Bhakti Vrinda Ki Jaya Sri Nagri Maya Dham ki jai, Vrindavan Dham ki jai, Giriraj Maharaj ki jai, Shyamuna Ganga Tulasi Bhakti Devi ki jai, Radha Kunda Shyama Kunda ki jai, Shyamuna Ganga Tulasi Bhakti Devi ki jai, Shri Krandara Shima Bhagavatam Mahapurana ki jai, Shri Kopeshwa Mahadevi ki jai, Shri Yoga Maya Purnamasi Devi ki jai, Shri Janavata Kurani ki jai, Shri Radharani ki jai, Shri Jagannath Baladev Subhadra Sudarshan Chakra Juki Jai Shri Narasingha Bhagavani Ki Jai Bhakti Bhavat Palad Maharaj Ki Jai Shri Charu Shambhataya Ki Jai Charan Chai Charma Charu Dhamma Ki Jai Anand Kuri Vaishnava Vrinda Ki Jai Sangara Bhakta Vrinda Ki Jai Jai Kupramanande Hari Hari Om. Sivat Bhakti Vedanta Sridhar Maharaj Ki Jai Samagra Bhakta Vrinda Ki Jai There everyone look like you, yeah? Like India. Oh, South Indian. But they are Sri Lanka. Mostly come from India they are. Sri Lanka. Sri Lanka. And mostly person came from South India. They are caste. Like this Muslim, Hindu, like they have this Gracias.
Thank you.